Ja, Leute, willkommen zurück hier bei Fly Fishing Chronicles. Wir machen heute mal ein bisschen was anderes, nämlich eine Uferoffensive, mal nicht vom Boot oder Wartangeln. Fliegenrouten sind fertig gerickt. Ich bin gespannt, was geht vom Ufer aus. Ich möchte halt auch einfach zeigen, dass man jetzt nicht unbedingt ein Boot braucht. Man muss ja auch nicht immer mit der Warthose unterwegs sein. Man kann auch mit der Fliegenroute vom Ufer aus erfolgreich sein. Und ich schaue jetzt hier schon, die ersten Fische habe ich schon gesehen im Hintergrund und ich bin gespannt, was wir heute alles hier rausziehen können aus dem Fluss, aber auch aus den Altständen, die will ich heute auch abgrasen. Ich bin gespannt, bleibt dran. Erster Fisch. Oh, was hat abgelehnt? Er kommt zurück. Was? Wieder? Jetzt kommt er wieder. Was? Was ist denn mit denen los? Was war denn das? Dreimal hingeschwommen oder viermal, wie immer. Erschrocken abgehauen. Okay, da hat er wahrscheinlich schon mal Bekanntschaft gemacht mit meiner Fliege. Gibt's doch nicht. Super schreckhaft die Fische. Ja, das Wasser ist klar und sehr niedrig. Da hinten ist ein Döbel. Oh komm, du willst. Ja, das dachte ich mir doch. Das dachte ich mir doch. Na, immerhin. Ja, hat die olivfarbene Hersernymphe genommen. Zack, da ist er. Und kann gleich wieder weg. Wundervoll. Wieder ein paar Brassen gespottet. Eins, zwei, drei, vier, glaube ich. Vielleicht auch fünf Brassen, die kommen jetzt hoch. Sind fleißig am Rumgründeln. Also noch mehr, oh Gott. Aber den musst du natürlich die Nymphe genau vors Maul werfen. Kleiner Mini-Döbel. Ja, der hat so 30 cm, den werfe ich jetzt aber nicht an. Da ist mir dann doch ein bisschen zu klein. Ist der Aufwand nicht wert. Ansonsten haben wir hier gerade ein schönes Flat, sage ich mal. Man sieht aber nicht viel. Man sieht nur ab und zu ein paar Brassen, die allerdings hervorragend getarnt sind. Das muss man echt sagen. Kleiner Trupp Döbel gespottet. Direkt hier unterm Baum, Busch, in der Schattenlinie. Langsames Anschleichen. Ja, und hier sieht man jetzt den Nachteil quasi der Nymphe, die ich jetzt dran habe, oder generell der Nymphe. Ich weiß, dass dort in dem Bereich Döbel sind. Allerdings ist die Wasserspiegelung so, dass ich die Döbel nicht sehe, beziehungsweise ich wollte jetzt auch nicht sehen, wenn ich da meine Nymphe hinschmeiße, dass sie meine Nymphe nehmen und dass ich dann einen Anhieb setze. Da ist jetzt zum Beispiel wieder eine Trockenfliege viel besser, weil die schmeißt ihr hin und dann seht ihr ja den Biss. Ja? Seht, wie die Döbel reagieren und wie sie die Fliege nehmen. Aber ich habe jetzt hier meine Nymphenrute in der Hand. Naja. Aber das zeigt wieder mal, jede Technik hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Schnur gewissenhaft wieder auslegen, dass es keine bösen Überraschungen in Form von Verwicklungen gibt. Nach hinten schauen. Oh, wenig Platz werfen. Ah, jetzt kommt noch Wind. Habe ich so Riffels an der Oberfläche. Das macht natürlich die Bisserkennung schwerer mit Nymphe. Eieiei. Ah, jetzt ziehen sie wieder raus. Oh, hier vorne. Will nicht? Da ist er. Wieso will er nicht? Verdammt. Baum. Ja, die Bisserkennung ist sehr schlecht. Ich glaube, ich wechsle auf Trockenfliege, damit ich die Bisse sehe.
So, ich habe jetzt auf Trockenfliege gewechselt, weil die Bisserkennung mit Nymphe einfach zu schwierig ist. Und ja, mit der Trockenfliege ist doch eindeutiger die ganze Sache und sicher auch für euch spektakulärer zu sehen. Hier, kaum ist das Ufer ein bisschen verwachsen, sind gleich die Döbel am Start. Ist natürlich als Uferangler eine Herausforderung, ne? Das ist klar. Aber man kann alles meistern. Der ist mal richtig zielstrebig hingeschwommen, wie sich das gehört. Ah, ausgestiegen. Ah, was ist heute los hier? Aber ihr habt gesehen, vielleicht in den Aufnahmen, die Fliege ist vielleicht so 2 Meter von dem Döbel entfernt gelandet, hat plopp gemacht an der Oberfläche, hat das mitbekommen und zielstrebig zum Back hingeschwommen. Wir müssen gerade zig Brassen, vielleicht auch der eine oder andere Karpfen am Gründeln sein. Alles braun hier vorne. Ich weiß nicht, ob das die Kamera einfängt. Man sieht da richtig so die Linie vom klaren Wasser ins trübe Wasser. Also hier in dem flachen Bereich muss jetzt alles voll mit Brassen sein. Vielleicht Barben, Karpfen. Ja, komm, komm, komm. Oh, jawohl. Ich hätte nicht gedacht, dass er die Fliege findet. Zack, drin ist er. Und hat sie schon ausgehakt. Was? Gestiegen wie eine Forelle. Gestiegen wie eine Forelle, der Lümmel. Ja. Also die kleinen Döbel, die sind manchmal spritziger drauf wie die großen. Drin ist er. Und zurück geht's. Den hat er erst mit den Lippen berührt und dann eingesaugt. Ey, übelst krass. Ich dachte, den habe ich nicht gehackt. Eieiei, der hat den erst berührt, geküsst quasi und ein bisschen nur eingesaugt, wie ein Karpfen. Man merkt, das Wasser ist wärmer. Da haben die Jungs gleich ein bisschen mehr Dampf drauf. Ja, ja, gerade bei dem niedrigen Wasserstand ist ein Teleskopkescher doch ganz gut. Und schon abgehakt selber, sehr schön. Ich habe gerade einen Aaland gespottet, der dort am Rumgründeln ist. Keine Ahnung, ob ich den jetzt auf Trockenfliege kriegen kann. Reagiert auf jeden Fall. Schwimmt hin. Oh, lehnt ab. Einer der sehr seltenen Aalande hier im Fluss. Jetzt vielleicht, komm, bitte, 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 bitte. Oh. Verdammt. Das ärgert mich. Er hat die Fliege gehabt. Er hat die Fliege gehabt. Zu früh angehauen, zu spät angehauen, keine Ahnung. Komm, 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 komm. Jawohl. Jawohl. Schon von Weitem gespottet, wie er immer in der Strömung stand und sich was von der Oberfläche runtergeholt hat. Naja, das war klar, dass der Willig nimmt.
Das ist doch mal ein schöner Dickkopf. Schön. Komm, 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 Baby. Jawohl. Das war ein unmissverständlicher Biss. So will ich das haben. Kein Rumgezetere. Einfach hinschwimmen, Maul auf, Maul zu, fertig. Und boom. Ja, sieht doch schon fett aus. Abgehackt hat er sich auch schon. Wunderbar. Oh, perfekt. Wundervoll. Oh, ja. Wieder gestiegen wie so eine Bachforelle. Zack. Haken hat einfach nicht gefasst. Ja, komm, 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 richtig großer Korb. Komm. Und er hängt, jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Das dürfte wohl der größte bisher sein von heute. Ja, das ist ein ganz anderes Kaliber. Merkt man gleich. Ja, solche nehme ich dann doch lieber immer auf die Rolle. Das ist natürlich eine blöde Stelle zum Keschern. Hallo, Baby. Und drin ist er. Wunderbar. Ja, Leute, und den möchte ich euch nicht entgehen lassen. Solide 58 cm, knapp 59. Kann sich doch schon sehen lassen. Schönes Prachtexemplar von Döbel. Und die Mutti kann jetzt wieder zurück und hoffentlich für Nachwuchs sorgen. Na komm. Was? Abgelehnt. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm. Jawohl. Schön. Einwandfrei. Ich liebe es, wenn man die von weiteren spottet, hinwirft und dann, wenn die zur Fliege hinschwimmen, sich dann drunter stellen und dann die Fliege nehmen. Ist schon eine geile Sache. Boom, drin ist er. Oh, jetzt kommen ja gerade die ganzen Döbel hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mindestens 7. Alle großes Kaliber. Schön. Ich habe den gar nicht angeworfen. Der Typ ist zur Fliege hin. So, bitte mal kurz. Nee, will er nicht. Kommt hier der nächste? Ja, mittelgroße Döbel rein. Den möchte ich aber nicht anwerfen. Ich hoffe, dass einer von den großen Döbeln da draußen irgendwie mal einen Weg näher ans Ufer findet. Möchte ich jetzt nicht verscheuchen. Liege so 2 Meter vor dem Döbel abgelegt. Ich hoffe, der bleibt auf seiner Bahn. Schwimmt zur Fliege hin und dann wollte ich ein bisschen ein bisschen Leben einhauchen. Oh, er geht wieder raus. Ne? Ah, schade. Schade, schade, schade. Da kommt der nächste große Döbel. Oh, die Fliege hat er mitbekommen. Er hat sie mitbekommen. Stellt sich unter die Fliege, kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch, nimmt. Oh, verdammt! Der andere kommt gleich hinterher aus Fressneid. Nochmal probieren. Der andere kommt. Oh, will sie nicht.
Ja, die erste Begehung war doch schon mal ganz erfolgreich. Den Aaland, den hätte ich schon gerne gehabt. Leider verloren, schade. Aber dafür gab es einen schönen Kapitan, 58er, 59er Döbel immerhin. Jetzt erstmal Stellungswechsel und ich bin gespannt, was der nächste Spot so bringt. Okay, nachdem ich jetzt an einem alten Ausstand war, um mein Glück auf Karpfen zu versuchen, was leider nicht geklappt hat. Ich habe zwar welche gesehen, aber leider waren die nicht ansprechbar oder erreichbar für mich. Bin ich wieder am Fluss. Nächster Abschnitt. Und ich bin gespannt, was sich hier ergibt. Jetzt hat einer gebissen. Auf Nymphe Red Tag. Nachdem ich zwei oder drei Bisse beim Tightline Nymphing nicht verwandeln konnte, kam der Bursche jetzt auf Sicht angeworfen. Na ja, 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 will natürlich ins Holz rein, das ist klar. Zack. Ja, hier bin ich in einer Stelle, wo ich einen Fischstrom ab von mir gespottet habe. Ich habe zunächst erst gar nicht gewusst, was das für ein Fisch ist. Döbel, Nase oder irgendwas anderes. Ich konnte das gar nicht klar machen. Normalerweise fischt man ja die Nymphe stromauf. Hier habe ich sie jetzt erstmal stromab gefischt und habe quasi mit der Nymphe auf Sicht geangelt. Und mein Ziel war es, die Nymphe vor das Maul des Fisches zu bringen, dann zu sehen, wie der Fisch reagiert, ob er nach links oder nach rechts ausschert und dann halt auf Verdacht den Anhieb setze. Die Kunst hierbei besteht darin, dass man unter Berücksichtigung der Strömungsgeschwindigkeit, der Tiefe des Gewässers und der Sinkgeschwindigkeit der Nymphe es wirklich so schafft, dass die Nymphe, wenn sie auf Höhe des Fisches ist, direkt vor Maul des Fisches landet. Und das hat mich einige Versuche gekostet, wie ihr hier sehen könnt. Also ich habe wirklich an den Fisch gearbeitet, habe zunächst erstmal Strom abgeworfen, habe dann festgestellt, okay, das reicht nicht aus. Die Nymphe, die driftet dann über den Fisch drüber, habe dann quasi gerade ausgeworfen, auch das hat nicht gereicht und habe dann Strom aufgeworfen, wie ihr es gleich sehen werdet. Und dann habe ich es wirklich geschafft, dass die Nymphe dann so weit abgesunken ist, dass sie vor das Maul des Fisches gelandet ist und seht selber, was dabei rausgekommen ist. Oh ja. Oh, eine Bachforelle. Ich werde bekloppt. Eine Bachforelle. Habe ich gar nicht als solche erkannt. Ich dachte, es war ein Döbel. Eine Bachforelle. Na, wie geil. Und das auf Nymphe. Oh, geil. Die ist ja schon ein paar gefangen. Beim Fisch mit der Trout's Bay Route. Das ist jetzt meine erste überhaupt, die ich jetzt klassisch fange. Auf Nymphe. Okay, okay. Gehen wir hier ins flache Wasser. Geil. Also mich unter den Fisch zu stellen. Auf jeden Fall. Natürlich die Strömung aus, verdammt. Ich habe nur Gummistiefel an. Aber ich habe sie drin, auch wenn ich ein bisschen nass geworden bin. Sehr schön. Alter, die Blutegel. Meine Fresse. Oh, krass. Wir haben gleich mal von befreien. Oh, und schöne nasse Füße gekriegt. Ja, und da ist er. Noch voll mit Blutegeln. Naja, ich werde sie gleich mal ein bisschen von den Dingern befreien. Hier ist die schöne, befreit von Blutegeln und jetzt kann sie gleich wieder zurück. Ja, sehr schön. Hätte ich am wenigsten mitgerechnet jetzt mit einer Bachforelle. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe halt den Fisch gesehen, ich dachte irgendwie, das ist irgendwie, keine Ahnung, ein Döbel oder so. Und habe immer hingeworfen. Und dann irgendwann hat er gebissen
Und dann habe ich sofort gemerkt, okay, gut, das ist eine Bachforelle. Von alleine die Kampfkraft, aber dann natürlich auch die Färbung. Freut mich auf jeden Fall. Ich habe es vom Blutekeln ein bisschen befreit. Und ihr seht vom Ufer mit der Fliegenroute, alles ist möglich. Alles. Hä? Wieso erschrecken die sich? Also, wenn einer zögert, dann zögern sie aber auch alle, ne? Das ist wie bei so einem Barschwarm. Zuerst fängst du viele, dann riecht einer den Braten, dann sind sie nicht mehr so aufgeregt. Und dann überträgt sich das alles auf den Schwarm. Das ist bei Döbel irgendwie genauso, ey. So, angefixt von der Bachforelle aus dem Hauptfluss, bin ich jetzt hier nochmal in einem Nebenbach quasi. Und versuche jetzt hier nochmal gezielt dieses Mal einen Salmoniden zu fangen. Hatte ich ohnehin schon vorgehabt, heute mit euch zu machen. Ich hoffe, es kommt noch mal die eine oder andere Fettflosse zum Vorschein. Gefischt wird ein Streamer, ein kleiner Baitfisch-Streamer. Kurzer Sinktipp an 6er Route. Oh ja. Das ist auf jeden Fall eine Forelle. Oh, na komm. Stellt sich natürlich schön in die Strömung rein. Das ist klar. Was ist es? Bach oder Regenbogen? Ich erkenne es noch nicht. Regenbogen. Eine Regenbogenforelle. Zack, drin ist sie, den Streamer vollgenommen. Sehr schön, einwandfrei. Oh ja. Und der erste Fisch hängt. Hatte eben gerade schon eine Fehlattacke gehabt. Ja, fetter, räuberischer Döbel. Das war jetzt vielleicht der vierte Wurf, glaube ich, den ich hier gemacht habe. 4 Würfe, 3 Attacken. Ich dachte erst, es ist Kraut. Aber der Bursche hier ist der Beweis. Es war ein Döbel. Boom. Das ging schnell. Das ging schnell. Mach's gut. Leute, kleiner Trick 17 jetzt. Passt auf. Ich werfe rüber, über diese Strömung. Dann lasse ich die Strömung quasi die ganze Schnur rausziehen. Kann sogar noch nachfüttern. Und so komme ich viel weiter raus. Ja, als wenn ich werfen würde. Ich würde niemals so weit rauskommen. Das heißt, ich lasse die Schnur quasi durch die Strömung nach vorne transportieren, weiter raus. Und damit kann ich halt Bereiche abfischen, die ich nie abfischen könnte, weil wenig Raum zum Werfen. Und deshalb mache ich mir jetzt hier in dem Fall die Strömung zunutze. Werfe, ich zeige es euch nochmal. Einfach drüber, dann lasse ich die Strömung in die Schnur greifen. Geht alles raus, Schnur streckt sich, kann noch ein bisschen umlegen. Jetzt fische ich schon, jetzt schwingt die Streamerfliege rum. Das heißt, es könnte auch schon eine Forelle, Rapfen, Döbel beißen, was auch immer. Und jetzt bin ich so weit draußen, bestimmt 20 Meter. So weit könnte ich gar nicht werfen jetzt, in dieser Situation normalerweise. Ja, deshalb als Fliegenfischer sich die Strömung auch von Zeit zu Zeit immer zunutze machen. Ja, war ja schon mal ganz okay. Zwei Stellen abgefischt oder zwei Gewässer abgefischt, sage ich jetzt mal. Zwei Fische hat es gebracht, aber ich muss heute arbeiten. Also sie springen mir definitiv nicht in den Kescher. Viele Fehlbisse gehabt, jetzt auch gerade hier bei dem Bacheinlauf. Ich nehme mal an, das waren alles Döbel, die drauf gehackt sind. Ich mache jetzt nochmal einen Stellungswechsel. Wohin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich mache, ganz ehrlich. Ich schaue jetzt einfach mal,
bisschen weiter stromauf und dann sehen wir weiter. Ja, komm. Jawohl. Ja, schön Akro drauf. Wollte erst nicht. Dann kamen zwei, drei andere Buddies an. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Und dann war der Futterneid wieder größer als die Vernunft. Bäm. Drin ist er. Schön. Dürbe sind heute irgendwie kleine Zicken. Kleine Zicken sind sie heute. Oh, da alles voller Brassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ach, runden wir einfach auf 50 auf. Ganzer Schwarm. Ja, Leute, was ihr auf jeden Fall braucht, wenn ihr vom Ufer fischt, ist ein Schnurkorb. Besser wäre natürlich ein geschlossener Schnurkorb, muss ich euch ganz klar sagen, weil hier hängen jetzt die losen Schnurklänge runter und die verfangen sich dann natürlich auch nochmal in der Vegetation. Aber ich gebe zu, ich war jetzt zu faul, den geschlossenen Schnurkorb aus meinem Auto rauszukramen. Aber auf jeden Fall einen Schnurkorb benutzen, ansonsten, wenn die Schnur hier am Boden liegt, macht keinen Spaß, Leute. Auf jeden Fall einen Schnurkorb. Schwierige Präsentation durchs Gestrüpp. Er kommt, stellt sich drunter, lässt sich langsam aufsteigen und lehnt ab. Das gibt's doch nicht. Was gibt's denn da abzulehnen, Digga? So eine schöne Präsentation. Jetzt kommt er wieder hoch, oder was? Na, echt jetzt. Oh nein, das ist ein A-Land, Leute. Das ist ein A-Land. Komm, Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe die doch schon auf Streamer und sonst was gefangen. Oh, es will mir einfach nicht gegönnt sein. Die sind echt immer noch so einzeln unterwegs. Nie im Trupp oder so, ne? Rapfen. Oh, da will die Nymphe natürlich nicht, ganz klar. A-Land. Oh, krass, was hier so am Ufer lang zieht alles. Oh, jawohl. Brassen. Oh, schön. ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Anglern, die sich über Brassen freuen können. Aber an der Fliegenroute ist das ja doch nichts Alltägliches. Oh, na komm her. Drin ist er, jawohl. Einwandfrei. Geil. Hier ist er, Brassen. Der schöne Klodeckel. Ah, wundervoll. Einwandfrei. Freut mich, dass das noch geklappt hat. Schön. Ah, jawohl. Noch ein Brassen. Jetzt hier ab. Jetzt werden sie langsam munter und ich auch. Hm? Schönes Teil. Einwandfrei. Boom. Oh, kam gleich noch ein anderer Brassen mit hinterher. Sehr geil. Da sieht man die Nymphe schön genommen. Eine Prinznymph. Klodeckel Nummer 2. Schön. Einwandfrei, freut mich, dass das noch zum Schluss jetzt geklappt hat. Einwandfrei. Hab gerade einen Hakentest gemacht und festgestellt, gar nicht mehr so scharf. Von daher gleich Pfeile ansetzen und nachschärfen. Da darf man nicht nachlässig sein. Vielleicht ist das der nächste Traumbrassen.
der nächste Brassen hängt, Leute. Sag ich doch. Also wenn sie wollen, dann wollen sie, ne? Also das ist schon krass. Hätte ja selber nie gedacht, dass das so, ja, relativ gut geht. Man muss schon ein bisschen arbeiten. Das heißt, die Nymphe, die muss wirklich direkt vor die Luke in der Regel. Aber es geht. Boah, was denn? Komm her jetzt. Zack, drin ist er. Eimannfrei. Ja. Schön. Prinz Nymph hängt schön vorne drin. Eimannfrei. Da sieht man sie noch mal vorne im Maul. Schön. Ja, Leute. Brassenangeln macht Spaß. Zumindest an der Fliegenroute. Fetzt. Ja, Leute, die Kamera war leider aus, aber ich habe tatsächlich eine Nase gefangen. Und zwar mit eingestrüppter Nymphe. Wollte eigentlich einen Karpfen anvisieren. Eimannfrei. Geht schnell wieder zurück. Bäm. Ja, die Uferoffensive Fliegenfischen ist hiermit beendet. Regenbogenforelle, Bachforelle, Nase, Brassen, Döbel. Das kann sich doch schon sehen lassen, denke ich. Der Aland war dran. Der Lümmel, der war schon dran. Vielleicht beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, euch viel P3L am Wasser. Macht's gut.